Folge 67 und zweiter Teil von Heinz Stückes unglaublicher Reise. Über 50 Jahre mit dem Fahrrad um die Welt. In diesem Teil erfährst du, was Heinz in Afrika weiter erlebte. Work and Travel 2.0, der Weltreise-Podcast, der dich vom Reisen träumen lässt. Der dir hilft, deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Blömecke. Zu finden unter workandtravel20.de. Eine andere afrikanische Geschichte, das, wo du mal beschossen wurdest, das... Gleich hier Abstand halten. Hallo. Ja, es passt einfach nur nicht mit den Händen reden. Okay. Afrika, ja. Beschossen. Ja, ich war insgesamt 7 Jahre in Afrika. Ne? Und, aber ich meine, ich mache ja nicht andere Menschen nur dumm, ich mache auch dumm. Ne? Ich habe ja in den 60ern, ja, was ist los mit euch? Die sagen, gibt es erste Technik oder bist du der Technik? Er ist der Technik, ja. Also in Afrika in den 60er Jahren war das ja zum Teil noch Kolonie. Und du hast Afrika immer als wilde Tiere, du musst dich bewaffnen. Und ich, in Äthiopien hatte ich zufälligerweise mein Auge beim Haile Selassie, das wurde auch, das hat ein paar Tage gedauert und ich konnte nicht mehr weg davon. Und die hat mir Geld gegeben, und dann habe ich mir eine Waffe gekauft, ne? Und bin mit der Waffe durch Afrika gefahren. Ja, das erste Stück in den südlichen Teil von Äthiopien und auch den nördlichen Teil von Kenia, das war äußerst gefährlich, die haben uns nicht fahren lassen. Ich bin mit Kopfbeinen aus Australien, also Österreich ein Stück gefahren und wir haben ein bisschen unterwegs. Aber wurde beschossen, und das war, glaube ich, Sambia, ja? Ja, das kommt jetzt. Also da hat er, ich habe immer die gleiche Waffe noch. Ach, okay. Ja, und da sind wir dann, und dann bin ich weiter unten, wo sicher bin ich ausgewählt, weitergefahren. Ne? Also Kenia mit der Waffe gemacht, abgegeben zum Teil, weil ich ist ja Blödsinn, eine Waffe mitzunehmen, das weiß ich auch heute noch, aber ich habe gedacht, das braucht die Waffe, aber die Löwen, die auch, muss ich verteidigen können. Ne? So. Und ich kam dann über die Grenze wieder, dann habe ich beim Ausreise ganz die Waffe wiederkriegen, und dann kam ich nach Sambia rein, in den Busch. 40 Grad Hitze, geschwitzt, Durst gehabt, kommt irgend so ein kleines Kaff mit Cold Castle, so südafrikanisches Bier. Wunderbar, rein in die Kneipe lauter Afrikaner. Und warum haben wir geguckt, ja, haben wir Platz gemacht. Ich bin ja überall von der Kolonialherrschaft. Ja, eine gewisse Position hat man ja dann, hatte man damals in Afrika schon. Respekt war ziemlich, der weiß, das macht, der Geld. Also, ihr müsst beschützt werden von Geistern, und die darf man nicht anfassen. Das ist sehr vorsichtig, was man da bezahlt. Also ich habe Bier bestellt. Ich habe noch ein Bier bestellt, noch ein Bier bestellt, noch ein Bier bestellt. Weil man ruckt so weg, geschwitzt, wie verrückt, endlich wieder. Und ja, ein Pistol habe ich in der Brusttasche gehabt. Ne? Ich war ja richtig damals, so wie ihr jetzt seid, so Khaki-Shirt, so wie so ein großer Jäger, so Safari-Jäger und so, so habe ich dann ausgesehen zu der Zeit. Habe die Waffe auf den Tisch gelegt, dann ist alles verschweißt gewesen, und weil das Hemd runterzog. Habe die Waffe auf den Tisch gelegt, und da gucken die natürlich alle. Was macht der denn da? Habe ich gesagt, okay, ich mache euch ja nichts. Ich nehme die Waffe und ziehe das Magazin raus und mache die ganzen Kugeln, dann haben wir 15 Kugeln, dann gehen wir raus. Hab die dann rein, leere Maschinen reingeschoben, Auslöser und boah, geht der Schlüssel los. Ich hab vergessen, dass dann eine Kugel im Lauf war. Ja, und zwischen zwei Leute so in die Wand. Waffen sind scheiße. Waffen sind strich. Ich war ziemlich schnell wieder nüchtern. Naja, ja, Waffen sind scheiße. Das musst du mal den Trump sagen und den Bolsonaro in Brasilien. So sind die Fehleinstellungen, so wie man so denkt, was man sein muss. Zum Schluss bist du aber selber in den Fuß geschossen worden. Ja, dann bin ich was anderes. Man weiß ja über das unilateral deklarierte Land von Rhodesien.
mit dem Ian Smith. Und es gab afrikanische Freiheitskämpfer. Die einen waren die Swapo, FLN oder wie heißt das, war von unter Mugabe und der andere war von Kongo. Und der Krieg war zu Ende, Wahlen wurden gemacht und der Mugabe gewann die Wahl und man erwartete von den Freiheitskämpfern von Kongo die Waffen abzugeben. Und in Afrika gibt man nicht gern eine Waffe ab, weil man mit der Waffe alles bekommt. Man kann in eine Kneipe gehen mit einer Kalaschnikow über die Schulter, man kriegt Bier umsonst, wird keine Frage mehr. Also, das ist das. Und die sind dann über die Grenze nach Sambia rein. Das waren Freiheitskämpfer von Zimbabwe, von dem neuen Zimbabwe nach Sambia rein. Und ich kam von Malawi und wollte nach Lusaka. Und das war ja eine Straße, die durch Sambia ging und die war frei. Das war kein Krieg mehr. Ne? Aber wurde verunsichert durch die Leute von Nkomo, die ihre Waffen mitgenommen hatten und über die Grenze gegangen waren und die Leute auch terrorisierten in der Umgebung. Das war eigentlich bekannt auch. Aber ich wusste das ja nicht. Und ich kam in der Nähe von Lusaka, 150 Kilometer von Lusaka, stehe Leute an den Straßenrand mit bewaffneten Leuten, die an beiden Seiten gehen. Und ja, auf der linken Seite ist der Linksverkehr. Ich kann mir nicht denken, dass das muss auf der Linie sein. Auf der Linie sein war es ja. Und hat mich angehalten und hat die Hand so auf meinen Lenker gefasst. Und ich wollte eigentlich meinen Pass holen. Ich bin Tourist, ja, vielleicht darf ich mit Terror und so weiter. Aber auf jeden Fall hält er meine Hand fest und mein Lenker. Ich habe sehr viel Gepäck vorne. Und wehe, wenn der anfängt umzuschlagen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ihr kennt das vielleicht, dann kannst du das nicht mehr halten, wenn du nicht sofort gegensteuerst. Und das ist das Rad. Oh. Rollt dann, ist hingeflogen, ich bin auf die Straße gesprungen, er hat mal die Ohren. Der ist gleich losgeschossen. Der hat gut gezählt. Also, wenn er meinen Fuß verpasst hätte, wäre es ja keine Geschichte. Ne? Und wenn er so gezielt, dass nicht an meinen Knochen getroffen wurde, hätte er meinen roten Zeh geschossen. Das habe ich auch gar nicht mehr gemerkt. Der wurde mich ja ausgezogen. Da haben sie alle meine Sachen gesucht. Wir haben nach Waffen gesucht. Ich weiß auch nicht, was denen da ein. Und ich muss die Schuhe aufgeben. Und dann erst kam das Blut aus der Schuhe. Ich habe gar nicht gemerkt, dass der zum Fuß gegangen ist, der Schuss noch. Und dann kamen Autos vorbei. Afrikaner, die haben geschielt. Wenn sie mal einen sehen, weißen, der dem auch dreckig geht, dann freuen sie sich halt. Ne? So. Und dann kam einer vorbei mit einer Frau, ein Mann, zwei Kinder und ein Schwarzer, ein Afrikaner. Und ich habe gerufen, hey, die deutsche Botschaft, ich bin hier. Und der hat das irgendwie mitgekriegt und hat angehalten und da haben die Waffen aufs Auto gehalten. Und ist er gleich weitergefahren. Ist aber gleich in die nächste Polizeistation, hat die Bescheid gesagt, da sind die mit 7 oder 8 Leuten sind die zurückgekommen und dann wurde es kompliziert. Da haben die gesagt, ich bin ein bezahlter Soldat von Südafrika. Glücklicherweise war ich noch gar nicht mal von Südafrika gekommen, ich kam ja im Norden. Ne? Und dann haben die Polizisten gesagt, das werden wir raus. Dann haben sie es mitgenommen, wir haben alles gesucht. Und dann haben wir meine Broschüre gefunden und haben gemerkt, dass ich vielleicht ein Weltenbummler bin. Eine letzte Geschichte noch Kriminalität, dann kommen wir zu anderen Sachen zu. Und der Deutsche hat mich da mitgenommen, das war ein Deutscher. Ja, ja, noch. Friedrich Ebert Stiftung, wohlgemerkt. Friedrich Ebert Stiftung nach Gewerkschaften. In Afrika, Gewerkschaften. Okay, freut mich. Wunderbares Gebäude. Hat der und da gab es was zu essen. Ja. Da bin ich untergekommen, 10 Tage. Jetzt noch die letzte Geschichte noch über Kriminalität. Ich kenne keinen von den vielen Weltumradlern, die sich 5-mal ihr Fahrrad klauen lassen haben. Uns haben sie sich 3-mal geklaut. 6-mal sogar, ja. Noch schlimmer. Aber immer wieder gekriegt. Ja, für mich gab es kein Weitergehen. Ich musste so lange versuchen, bis ich wieder da war. Und es ging. Also ging, ich habe die Media immer da, fast immer dabei. In Russland war das letzte Mal, gell? Das jetzt nein, war in England das letzte Mal. In England? Ja. Wir sind 2-mal ausgeraubt worden. Einmal in Neuseeland, einmal in Hamburg. Und die haben nichts wiedergekriegt. Haben es nicht wieder gekriegt, aber die haben nicht ums Fahrrad geklaut. Keine Geduld gehabt, man muss Geduld haben dabei. Das kriegt man alles wieder, wenn man Geduld hat. In Hamburg, die wollten mir das nicht zurückgeben. Die haben uns das Geld geklaut. Aber dein Fahrrad hast du wieder gekriegt in Russland, das fand ich toll. Ja, aber zwischendrin hast du 20 andere Fahrräder. Das einzige Mal, dass das Fahrrad mit ganzem Gepäck geklaut wurde. In Russland zu der Zeit konnte man ja, die Gumm war noch da, aber es war ja keine Supermarkt mehr oder sowas, sondern es war alle unterteilt in einzelne Kioske.
Und ich habe Batterien gedruckt für meine Taschenlampe. Und ich konnte die nicht sofort finden. Ich habe aber durch das Fenster, war ja ein großes Warenhaus. Und ich konnte dieses Fenster mein Fahrrad sehen, am Telefonposten, wo ich das draußen gelassen habe. Habe dann aber nur kurz mich mit dem, wo ich dachte, was ich von den Batterien kriegen konnte, bei so einem Fotoladen. Und als ich das nächste Mal guckte, war das Fahrrad weg. Ich bin raus und hab sofort den nächsten Wagen, hab den Mann, den Taxifahrer rausgeholt. Und gesagt, komm mal, was willst du überhaupt? Ich hab das Gewehr. Ich bin dann in die Ecke gelaufen, die Straße hoch, kam eine Gruppe Polizisten entgegen. Und die haben gesagt, versuch den, ja, mein Fahrrad, mein Bicyclette, die haben wir gesehen, da ist einer, der hat immer gewackelt auf dem Auto. Und dann kommt jetzt die Polizei an den Auto, die ganze Stadt, Chita ist eine große Stadt, 500.000 Einwohner oder mehr noch, die haben die ganze Stadt abgefahren. Der Mann war weg. Ja. Okay, angerufen, Polizeichef, Stadtverwaltung, bringt ihn runter an den Hotel, bin in ein Hotel gekommen und wurde eine Deutsch, da gab es nur einen Deutschlehrer in China und die hat Deutsch unterrichtet und die kamen übersetzt zusammen. Und dann hat er gesagt, wir müssen erstmal zum Bürgermeister, und das war Wochenende, da war nur der Helfsbürger, also der zweite Bürgermeister war da, der hat die Polizei schon angerufen, der hat gesagt, der Mann ist die ganze Welt mit dem Fahrrad und hier ist das Fahrrad, das musst du, ja, kriegen wir schon wieder. So, und dann hat die Frau gesagt, nee, wir müssen das publik machen. Und dann sind wir, ich habe im Hotel gesessen und ich habe die Frau da mit der Auto, mit diesen Dingen da, hat dann alle 10 Minuten über das Programm unterbrochen. Dann die Frau, die haben dann eine ganze Welt, jeden Schieger ist in der Fahrrad geklaut worden. Und dann haben sich zwei Mädchen gemeldet, wo der Dieb, ein ganz junger Bengel, der hatte das bei denen abgeladen, also dieses Gepäck abgeladen, mit dem Fahrrad ist er weggefahren. Und die haben gesagt, ach, das ist ja der Mann im Fernsehen. Und dann haben die Polizei gerufen, die haben gesagt, zum Haus hin, der war nicht da, war weg mit dem. Und dann wieder zurück in die Polizeistation und dann fing das an, am nächsten Tag, die wussten ja, wo er wohnte, am nächsten Tag haben sie ihn dann erwischt, dann haben sie eingesperrt, haben die dürfen nur 15-Jährige, die dürfen nur 3 Tage festhalten. Und in den 3 Tagen haben die den unter Druck gesetzt, dass nach und nach alles zurückkam. Erstmal habe ich verkauft, hat er nicht verkauft, erst kam das Geld, ich hatte 3.000 US-Dollar dabei zu der Zeit, alles weg. Russische Geld war permanent weg, ein paar andere Sachen waren permanent weg. Und am Ende habe ich eine Liste machen müssen, was nur nicht da war, ein paar Werkzeuge. Der ist ja hingefallen auf dem Weg, auf der Flucht und hat dann, die Werkzeuge waren ja mal so lose bei mir in der Seitentasche, wo ich dann immer gleich an die Werkzeuge, die hat er verloren wahrscheinlich. Und dann irgendwann hat er, ich habe eine Ledergürtel gehabt und der war weg. Und das habe ich alle aufgeführt. Und eine Frau, eine Polizeifrau war das, die hat das gesehen, dass der Ledergürtel fehlt. Und hat sie ihren Ledergürtel, mit dem ich jahrelang gefahren bin, mit dem Ledergürtel einer Polizeichefin in Chita, in Sibirien. Wie machst du das eigentlich mit Krankheiten? Du bist da gut versichert, du hast eine tolle Krankenversicherung. Wenn du keine Krankenversicherung hast, bist du ja nicht krank. Es ist ganz einfach. Der Körper muss die Verteidigung übernehmen. Jetzt hast du, ich versuche ja immer hier meine Hüfte. Ne? Da kommen wir nachher mal drauf. Aber jetzt mit deinem, wenn du Zahnschmerzen hast, das hat mich passiert, wie du deine Zähne selber in Gang gebracht hast. Mit dem Akku-Bohrschrauber. Warum heißt Superglue Superglue? Superglue, also allein. Superglue? Ja. Das hält auch Zähne fest. Also erstmal einen Akkubohrer nehmen, reinbohren und dann den Leim hinterherkleben und dann das wieder alles reinpumpen. Also man braucht keinen Zahnarzt. Also man braucht bloß eine Akkubohrmaschine und Superglue. Zu meiner Zeit, in meiner Kindheit, beim Lagerfeuer, hat mein bester Kumpel hat mir die Trompete gegangen und gestritten über die Reste in dem Topf im Lagerfeuer, wer den auslecken durfte. Ich wollte den, er wollte den. Und da haben wir ein bisschen uns gestritten und er hatte die Trompete, mit dem morgens die Leute aufgeben. Und den hat er mir in die Zähne geschlagen, hat er mit Zahn abgeschlagen hier vorne. So, in Peru traf ich untergekommen bei einem Zahnarzt, oder? Das ist so fix gesagt. Und der hat mir eine Krone da aufgemacht, das war der Anfang. No? Und dann in Kathmandu habe ich Paradontel gesehen, die 2 Zähne waren locker. Und in Russland habe ich mir das machen lassen, habe ich eine Brücke gekriegt. Ja. Es ist ein bisschen kompliziert, das ist auch billig. Das hat nicht mal $100 gekostet, die ganze Brücke. So,
Und die geht immer wieder raus. Und die konnte man dann mit Superglue festmachen. Mit Superglue festmachen, okay. Und mit angebohrten Nachbohren. Weiter geht's. Also falls Sie mal Probleme mit Ihren Zehen haben, da eins ist da der Zahnarzt. Im Moment ist ja wieder meine, ich habe ja in Südafrika, bin ich einzige Mal überhaupt in 50 Jahren mit Gewalt attackiert worden. In Südafrika. Der hat mir meine, ich habe mich dann verteidigt. Und da hat er mir einen Schlag in die Zehen und die Brücke und alles war weg. Ja. Wir haben dann nachher mit der Polizei noch gesucht, die Brücke zu ziehen, haben aber nicht mehr gefunden. Ja. Und dann habe ich irgendwann, war ich dann das erste Mal wieder, und ich bin die ganze Zeit lang ohne Zähne gelaufen. Aber jetzt habe ich auch Probleme. No? Hier, heute, ich habe so eine provisorische, in Paris haben wir gesagt, ein guter Job kostet 6.000 Euro. Ja, ich gesagt, das kann ich mir nicht leisten. Also dann lieber mit, lache ich nicht mehr. Ich friere mich bei mir. Lache eigentlich gerne. Und auf jeden Fall, da habe ich dann so eine provisorische Prothese gekriegt. Und heute habe ich so viel geredet. Die kriegt man ja fest. So. Und die ist jetzt hingefallen. Und das Stück, das kaputte Stück habe ich in der Tasche gekriegt. Das muss jetzt wieder mit super gut zusammengeklebt werden. Hast du welches? Ich habe zu Hause Patex. Wenn wir nachher nach Hause fahren, kriegst du bei mir Patex. Geht bestimmt auch. Aber Superglue gibt es an jeder Tankstelle mittlerweile. Ja, ja, ich kann nur. Ja, da halten wir da auch zwischen ein, wenn wir tanken, dann gibt es. Hast du welche in der Hosentasche? Superglue. Oder eine Brücke? Ja, ein Stück von der Prothese ist in meiner Tasche irgendwo. Hoffentlich noch da. Okay, jetzt kleben wir alles wieder rein, das bringen wir in Ordnung. Ich kann ja auch, zufälligerweise gar nicht mal so übel gewesen, weil da er hat das nämlich gedrückt vorher. Weil das ist inzwischen andere Zahlen auch schon wieder kaputt gegangen. Ja. Beim 79 ist, kann man das ja nicht erwarten, dass man noch alle Zähne hat bekommen. Mit 79 nicht mehr, nee, eins. Willst du noch was ich für Krankheiten und so weiter? Oder sonst würde ich auf das nächste Thema kommen wollen. Wir können ja auch erstmal anfangen mit dem, was mich vorhin beschäftigt hatte, mit den ganzen Polizeistopps. Wenn Axel und ich, wir sind auch schon so viel genervt worden von irgendwelchen Polizisten, die irgendwo eine Straßensperre aufgebaut haben und dann wollen sie jedes Mal die ganzen Pässe sehen und sowas. Und wir haben uns eine ganz einfache Strategie ausgedacht, wie wir ja da drum rumkommen. Wir fahren, wenn vor uns eine Straßensperre ist, dann fahren wir erstmal ganz langsam ran, bremsen ab, so dass die Polizisten natürlich denken, wir würden jetzt anhalten. Und im allerletzten Augenblick latschen wir dann in die Pedale, was das Zeug nur hält, schreien sie an, guten Tag, wir sind Deutsche, wir machen hier Urlaub, ein super tolles Land. Und wir sind jedenfalls, bevor die reagieren können, sind wir schon längst wieder außer Reichweite gewesen. Und auf diese Art und Weise sind wir wunderbar durch, zum Beispiel durch Zentralasien. Das funktioniert überhaupt nicht. Ihr habt keine Ahnung, wie das geht. Es hat funktioniert. Die Leute sitzen da hinterm Busch und halten die Leute an. Und eine Hand kommt aus dem Auto. Okay, freie Fahrt. Eine Flasche Schnaps kommt aus dem Auto. Okay, freie Fahrt. Ich komme bei den Leuten an. Willkommen, komm, trink mit uns. Und ich habe den jeden Schnaps ausgesoffen und all die Sachen, das habe ich von denen gekriegt, von den Leuten, die anderen ausgesoffen. Ja, aber man so viel Schnaps ja. Wie in Russland, das kann man auch. Deswegen haben wir aber noch eine gesunde Leber, Heinz. In Indien, in den verbotenen Gebieten, in Hinterindien, da sind Barrikaden gekommen. Und da sind wir, da waren noch Engländer dabei, da sind wir, die waren relativ hoch, die Barrikaden. Ne? Wir brauchen jetzt nur ducken. Und sind da drunter hergefahren. Und die haben keine Fahrzeuge oder so, um den Pferd zu kommen. Und so sind wir nach Agartala gekommen, ne? Verbotene Stadt, auf der anderen Seite von Bangladesch. Ne? Und da haben wir, da wollte man ein bisschen Geld tauschen. Das ist kein Tourist da gewesen, in dem Ort. Das war auch ein Problem, eine Stadt, Problemstadt. Und die ganze Straße voll mit Leuten um uns herum. Wir konnten uns nicht mehr bewegen. Polizei, Militär ist gekommen, haben den Weg da freigeschlagen zu uns und muss raus. Und dann haben wir gesagt, was macht ihr denn überhaupt hier? Und dann mussten wir mit einer alten DC-3 zurückfliegen nach Kalkutta. Wenn du da so alleine reist, fühlst du dich da manchmal einsam, wenn du irgendwo bist? Und wie geht es so bei dir so einen normalen Tagesablauf? Vordenken, nachdenken, das ist immer eine Sache. Vordenken, was ist als nächster Step, nächster Buchstab? Und da musst du immer. Vordenken ist wichtig, damit ihr keine Fehler macht. Und nachdenken natürlich über das Erfahren in der Vergangenheit.
Gegenwart bist du auch. Und dann lernst du, der Supergötter der Griechen, das war ein ganz böser Sache, ganz böser Mann. Ne? Inzucht und was das heißt, das hast du alles gelernt. Da habe ich meine Zettel abgestanden in die Gegenwart. Und das ist ganz einfach. Vergangenheit, Gegenwart und in die Zukunft. Wichtig in die Zukunft zu gucken. Und nimmst du ein paar Schritte vorwärts und dann im Hinterkopf sind immer neue Pläne. Immer neue Pläne im Hinterkopf. Denn ja, was da der Vordergrund ist, das, was ich jetzt machen will. In der Mitte ist schon was am Reifen und hinten ist dann die Pläne, die dann auch irgendwann machen. Deswegen bist du nie verloren. Und bei so einem Sandsturm warst du mal 5-6 Tage in dein Zelt eingesperrt, bist nicht rausgegangen, da fällt dir da nicht die Zeltdecke auf den Kopf. Nee, kein Sandsturm, der kommt und geht. Das ist, du bist keine 6 Tage. Du warst mal 5-6 Tage in Regen. Da war es halt Regen, sag ich. Ja, ist aber jedenfalls warst du in dein Zelt eingesperrt. Ja, im Sandsturm bist du verdurstet. In 24 Stunden ist man tot, wenn man bei 40 Grad. Ich will jetzt da nicht über Sturm und Regen diskutieren, sondern ich wollte wissen, wie du 5 Tage lang im Zelt aushältst. Ja, warum du jetzt eigentlich. Es gibt. Lerne meine Sprache in 5 Tagen. Ich kann aber dann die Sprache in 5 Tagen lernen. Ist doch ganz klar. Einfach positive Aktivität. Nicht da Daumen drehen oder was mache ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt. Ich meine, Menschen sind. Kannst du einfach bei Regen weiterfahren? Ja, das tue ich mir auch nicht unbedingt. Das ist nicht nötig, weil das. Alles versaut. Das Gepäck versaut, du versaust, alles versaut. Und hast keinen Spaß, kannst keine Bilder machen, nichts. Ist so Blödsinn. Da machst du das, was produktiv ist. Und das ist Tagebuch schreiben. Karten studieren. Ich kann stundenlang Karten studieren. Da reifen doch immer schon die neuen Ziele im Hinterkopf. Wenn du nur einfach eine Karte anschaust, fängst mit der Weltkarte an, dann hast du eine Landeskarte, dann hast du eine Gegenkarte. Und dann machst du da. Habt ihr da keine Probleme, so Karten anzuschauen? Nö. Ja, deswegen wisst ihr auch nicht, wo ihr seid. Wisst ihr, wo ihr seid dann überhaupt? Ja, ja. Wie heißt denn der Ort hier? Brühl, ne? Naja, okay. Eine andere Sache. Auf jeden Fall ist es nicht schön. Aber 5-6 Tage ist aber das Maximum. Das Maximum war 5 Tage. In San Sebastian, Nordspanien ist noch. Und dann habe ich aufgehört zu reden. Was ist jetzt dein Problem? Proviant hatte ich einigermaßen. Und dann noch einen Tag nachher austrocknet das Ganze. Ich bin ja auch nass gewesen in dem Zelt. Das Zelt war ja geklaut vorher in Südafrika. Und ich hatte der Kuskun, mein Verbündeter in Spanien, hat mir sein Zelt geschickt. Und das ist ein 2 Meter Holländer. Und der hat ein Zelt gehabt, der war so niedrig. Wie der da drin schlafen konnte, ist undenkbar. Und für mich war es auch nicht so gerade angenehm, also wie so eine Röhre warst du da drin für 5 Tage. Eins, wenn wir sind, Axel und ich, wir sind ja auch in den unterschiedlichsten Gegenden so unterwegs gewesen mit dem Fahrrad. Und wenn man hier so guckt, wir haben jetzt auch etliche völlig verschiedene Straßen in unterschiedlichen Gegenden der Erde gesehen. Axel und ich, wir haben uns darauf eingeschossen, wir fahren am liebsten Erdpisten. Und ob das nun Berge sind oder Wüsten sind, das spielt gar keine Rolle. Was ist für dich, was ist eigentlich dein Favorit? Ich habe euer erstes Buch gelesen, als da schön langsam Richtung Osten zu fahren, müsst ihr über Gebirgsbässe durch Wasser, um euch zu beweisen, schon im ersten paar Tagen. Das ist doch Blödsinn. Also, ich kann keine, dass ihr überhaupt das alles geschafft habt, ist so erstaunlich. Ne? Wenn ich schon so anfange mit falschen Vorstellungen, wie man reisen sollte. Ich meine, mein Fahrrad hat nichts mit Sport oder mit Jumping zu tun. Mein Fahrrad hat mit. Das ist ein Esel, der trägt meine Sachen. Darf ich kurz den Hintergrund dazu erzählen? Als wir losgeradelt sind zur Weltumwartung, kannten wir zwei uns nicht und wir hatten keine Ahnung von anderen Ländern und von anderen Kulturen und wissen nicht, ob man ohne Geld arbeitenderweise in den Ländern jobben oder auch durchkommt. Und dann wollten wir uns einfach testen und haben gesagt, wir gehen jetzt durch die Alpen auf dem Wanderweg und tragen die Fahrräder da durch Wasserfälle und über die Berge drüber, um zu gucken, ob wir was machen können, was andere nicht machen. Das war blöd, hatte Heinz recht. Wenn man sich heute gegenseitig testen muss, im zwischenmenschlichen Zusammenleben, dann ist das nicht eine Extremsituation, sondern der Alltag. Also wenn wir uns mal gestritten haben, wir zwei dann, weil die Zahnpastacreme nicht zugeschraubt war oder irgendwas. Es ist wie in einer normalen Familie, wie in einer richtigen Ehe. Gell? So. Aber es gab noch eine Sache zur Entschuldigung. Uns hat nämlich irgendein Österreicher gesagt, dass hier schon mal Leute mit dem Mountainbike lang gefahren sind. Ja, und wir hatten da die vollgepackten Fahrräder. Das war eine Geschichte, die ist 30 Jahre alt, dass sie immer wieder rauszerrst. Das Einzige, was euch gerettet hat, ist
Jeder braucht den anderen. Das ist das Einzige, was euch gerettet hat. Ja. Jeder braucht den anderen. Ja, wir lieben uns auch. Sonst? Ab und einmal. Was für eine Liebe. Ich habe ein wunderschönes Bild von euch beiden. Ja. Du hattest eine sehr gravare, gar eine ernsthafte Sache gegen Peter. Und du kamst aus dem schönen Zimmer, das ist beim richtigen Bett hast du geschlafen. Und der Peter hat mit seinem Swag in so einem Dreck da bei mir geschlafen. Und du hattest was gegen ihn. Und er kommt aus seinem Zimmer raus und guckt dich an. Und du kommst aus deinem Zimmer raus und guckst ihn an. Und da war ein einziger Hass zu sehen. Hey, das ist nicht. Ich hab das Bild, das beweist es. Das musst du dir mal zeigen. Ja. Nee, wir haben uns eigentlich immer gerne. 30 Jahre, das ist schlimmer als eine Ehe, wenn wir 30 Jahre tagtäglich zusammen sind. Und, ich habe gehört, der Peter will Gärtner werden. Ja, lass ihn machen. Mal gucken. Aber ich fahre mit dem Fahrrad auf Arbeit. Heinz, wir haben jetzt gerade eine schöne Aktion gemacht. Wir haben die ganzen Adressen der letzten 30 Jahre rausgesucht, in den allen Postkarten geschickt. Wir haben 500 Postkarten in die ganze Welt geschickt und haben die tollsten Antworten gekriegt. Aber auch diese Idee haben wir von dir geklaut. Ja, du hast ja auch zu ganz, ganz vielen Leuten noch Kontakte und... Ja, also wenn das 30 Jahre später machst, dann hast du eine gute Chance, dass die Postkarte hier ankommt. Und es gibt bestimmte Länder, wo das erstmal gar nicht einfach ist. Du brauchst nicht in Afrika, brauchst du gar nicht einfach. Wir haben es versucht, wir haben losgeschickt. Und so ein Drittel kam an, das war schön. Ja, also, aber bestimmt nicht in Indien und nicht in Afrika. Doch, wir haben zwei Postkarten kamen aus Indien zurück. Ja, dann waren das Leute, die auch von euch was erwarten. Nee, das war eine junge Frau, damals war die jung, vor 30 Jahren. Die konnte sich noch gut rein. Die hat immer noch Nee, die ist verheiratet und das Jahr war damals schon mit einem festen. Ja, in Afrika ist das Polygamie, das ist kein Problem. Nee, es war Indien. So, Indien. Ja. Aber die hatte keine Hoffnung gehabt, aber da geht's gut, die wollte ja auch nichts von uns, hat sich einfach gefreut, dass wir uns an sie erinnert haben. Also ich habe sehr, sehr viele Ratscha. Ganz einfach, Ratscha. Also ganz einfach durch meinen Verkauf der Verführung auf der Straße, tausende von Leuten kennengelernt, die mir ihre Interessen gegeben haben und viele haben mich auch hier eingeladen und ich habe wirklich viele Kontakte gehabt. Und habe allen immer gesagt, ich schicke dir meine Postkarte. Und ich habe ein Bücher voll mit Adressen und das Autogramm beim Verkaufen habe ja bei einem Monat verkaufen, sagen wir in Tokio, so ein Buch voll mit Adressen. Ja, mal ich schicke euch. Mit ein paar hundert Leuten hast du noch Kontakt heute. Irgendwann einmal habe ich gesagt, ich mache hier eine neue Broschüre und ich mache hier so eine Postkarte. Ich lasse mir eine Postkarte drunter und schicke die 1040 Postkarten, habe ich verschickt. Und jede Postkarte 3-4 Briefmarken gehabt, weil sie so schön aussieht. Und die müssen ja auch einigen. Und ich habe 3000 Briefmarken geleckt. Ne? Und da drauf geklebt, die Postkarte. Und da sind 350 Briefe davon zurückgekommen. Zur gleichen Zeit habe ich angegeben, am Ende der Postkarte, es sei denn, bevor ihr euer Geld verbrennt, schickt es lieber zu mir. Und dann bitte eine Führung geschickt. Ne? Und das haben wir gemacht, ja. Insgesamt 7.000 US-Dollar sind zusammengekommen auf das Konto. Ich habe extra ein Konto, das erste Konto. Und du hast dann wie viel Broschüren verschickt? 500 in Hongkong. 500 Broschüren hast du wieder zurückgeschickt? Nö, dann habe ich eben der Geld. Ich hab, heute kann ich Ihnen noch die Quittung zahlen, was Geld hat hier hingekommen. Dann Handsenkbank in Hongkong. Und dann habe ich hier die Broschüren. In Hongkong hattest du ja dein Büro gehabt, da haben wir dieses erste Mal getroffen, da lebte er in einem Fahrradladen hinten in den Warenlager und hat sich eine Höhle gebaut aus alten Fahrradkartons und manche Kartons waren auch Fahrräder drin und er hat da so Fahrradkartons hochgestapelt, rübergestapelt, runtergestapelt und da drinnen hat er eine Höhle, ist da reingekrochen und sein Büro drin gehabt. Axel, das war ein großes Unternehmen, weil jedes Mal, wenn ich von China, ich muss ja 300 China wieder, einmal in Verlängerung, wieder in Hongkong. Oder in Hongkong, jedes Mal, wenn ich ankam, war mein schön. Und deine Höhle kaputt. Was kaputt. Und jedes Mal musste wieder die Kartons und dahin und vorwärts. Die Toilette musste ja 30 Meter durch den Lagerraum und die waren manchmal versperrt mit Kartons. Also, und von den Kartons habe ich mir so eine Wand gebaut und einen Tisch und sowas haben wir auf der Straße gefunden. Und da war das dann mein Boot. Ich habe einen Luftkühler gehabt in der Ecke, weil so viel zu heiß da drin war. Aber durch die vielen Kartons war es nicht so feucht. Die Kartons haben die Luftfeuchtigkeit aufgenommen. Und da hatte ich einen wunderbaren Platz. Und da habe ich dann die Postkarte abgeschrieben. Eine wunderschöne Postkarte. Ich war ja immer wieder.
eine wunderschöne Marotte, die ich eigentlich total toll finde. Dieses mit den weißen Socken finde ich blöd. Das auch, ich glaube daran. Ja, glaub an deine weißen Socken, ich an meine Das sagen wir, Psychologen sagen dir, dass du, wenn du per Anhalter fährst auf der Straße, mit weißen Socken. Das ist so eine helle Kleidung. Nee, aber eine andere Marotte. Wenn du eine dunkle Kleidung hast, dann nehme ich dich nicht mit. Und vielleicht wollte ich ja gar nicht mitnehmen. Okay, wenn ich wieder Fahrrad fahren. Ich stehe da gerade, guck dir mal ins Auge und dann nehme ich mit. Okay, lass mich. Aber weiße Socken oder weiße Sachen werden nun mal dreckig. Dunkle Socken, die werden nicht dreckig. Ich wollte eine andere. Nein, nicht dreckig. Warte, ich will eine andere Geschichte erzählen. Eine Marotte, die mir ganz toll gefällt und die ich wirklich schön finde. Alle 14 Tage geht Heinz mal in ein Hotel, um seine Sachen zu trocknen, denn wir machen die Klimaanlage. Aber was ich da toll finde, ist, wenn er da in diese Absteige geht, dann zieht er erstmal das Bett ab und legt sich mit seinem Schlafsack drauf und früh steht er als erstes auf, macht in der Küche das Frühstück mit für die anderen Touristen, die da im Hotel sind. Und am Ende seiner 2 Tage Hotelzeit zieht er dann die frische Bettwäsche wieder auf und lässt das so immer so zurück, wie er es gelassen hat. Und es wird nicht über den Preis diskutiert. Also alles, was er macht, da behält er trotzdem den vorher ausgehandelten Preis bei. Das macht er einfach nur, damit, wenn neue Touristen kommen, sie gut behandelt werden. Und das finde ich eine schöne Geste. Also. Du weißt ja auch, was ja auch so ein paar Erfahrungen da im Hotel in Brasilien ein paar Tage, wo wir das zusammen machen. Aber wenn der Mann mit dem Zimmer ist, mir Teil ja auch das Zimmer. Und das ist, er macht das ja nicht, das Bett. Ich benutze ja das Bett gar nicht. Und dann kommt der dann immer, das sind vielleicht Schwule, ne? Wer weiß, ne? Das ist gar nicht. Also da machen wir schon ein bisschen. Ich finde das toll, dass du dann sagst, okay, ich werde das so hinterlassen, dass diese alle glücklich sind und mich hier eingeben, nur damit dann andere Touristen, die nach mir kommen, gut behandelt werden. Ich fühle mich besser in einem Daunenschlafsack. Das ist unvergleichlich gutes Schlafen. Die Luft, du kannst es, das kann kalt sein, das gleicht aus. Es kann heiß sein, es gleicht aus. Es ist kein Vergleich mit anderen Decken oder so etwas. Da kannst du nicht so bequem luftig schlafen wie in einem Daunenschlafsack. Ja, ja. Und das erkenne ich und das habe ich immer wieder und das schlafe ich auch gestern und jeden Tag da, wo ich bin, immer noch im Daunenschlafsack. Und jetzt bist du auch nicht einsam. Du liegst immer noch in deinem Daunenschlafsack in Hüffelhof. Mit den ganzen Milben und sowas, was meinst du? Und nee, kommen unendlich Leute aus der ganzen Welt, diese zu besuchen und Heinz kann super gut kochen. Also wenn wir auf Tournee sind, von einem Vorder zum anderen, wir sind ja demnächst wieder bei dir, da freue ich mich schon drauf, da steht ein Bierkasten da, da gibt es was Schönes zu essen und es gibt eine schöne lange Nacht über Geschichten zu erzählen, weil alles kennen wir auch mal nicht. Wir sind ja mal gut, sonst kriegst du an dem 18. Februar nichts zu essen da. Und nee, du machst bitte. Bestelle Pizza. Nee, du machst uns zu essen. Das hast du schon immer gemacht, das musst du jetzt nicht aufgeben. Ja, ich habe einen Mehlstay, also das was normalerweise, kriegt dann einen Eintopf oder kriegt dann Kartoffelkuchen oder sowas. Noch eine süße Geschichte, die mir auch so in Erinnerung geblieben ist. Du hebst immer alle Sachen auf. Ja, draußen sind ja 1000 Ausrüstungssachen und du hast ja den größten Blödsinn gesammelt. Aber ja doch, irgendwelche Bierdeckel und aber was mir gefällt, warte, ich dachte, was mir gefällt, das waren das mit den Schuhen. Wenn du einen Schuh gefunden hast am Straßenrand, dann hast du den aufgehoben, hast den weiß ich nicht wie viel 100 Kilometer mitgenommen, weil du sicher warst, wenn jemand einen Schuh verliert und kriegt 300 Kilometer, 400 Kilometer später das mit, dann schmeißt du den anderen Schuh hinterher, weil was soll er noch mit einem Schuh haben? Und deswegen hat er einen Schuh gefunden, der passte, dann fährt er 300, 400 Kilometer und weiß, irgendwann am Straßenrand wird der zweite Schuh liegen. Das ist ein bisschen Logik dahinter. Ja, ist eine tolle Logik. Ja. Ich meine, aber es kann ja auch sein, dass erstmal war das ein guter Schuh, sehr guter Schuh, Lederschuh. Und er lag 50 cm vom Asphalt, direkt am Asphalt, gerade verloren. Also, da bin ich eine Chance. Und ich brauchte einen Schuh. Und ich bin abgestiegen und gehe auf den Schuh zu, springe im Ausbau. Ach, die Geschichte, ja. Und dann, ja, ich vergessen. Ja, naja, okay, guck ich da rein. 3 junge Mäuse. Boah, was macht der denn? Boah, wir haben Angst. Dann habe ich die Schuhe genommen mit den ganzen kleinen Mäusen. Also erst haben sie mich angestarrt. Und dann haben sie sich umgedreht und haben mit dem Kopf in den Schuhspitze. Da konnte ich sie ja nicht mehr sehen, da habe ich nur die Schwänze gesehen. Und dann habe ich die
habe ich den Schuh ins Gras gelegt und habe dann eine Schale Milch gelassen für die kleinen Mäuse, damit sie sich wieder beruhigen. Das war eine tolle Geschichte. Ja, das ist. Was wolltest du jetzt noch? Eine andere Sache, völlig verrückte Sache, was Heinz immer so gesammelt hat, sind deine ganzen Bekehrungsversuche. Ja. Ja, da gibt es ja, Heinz hat jetzt in seinem Höfelhof, da hat er den Raum und da ist voller Pappkartons und da steht dann auf dem Pappkarton irgendwas drauf, was er da alles drin gesammelt hat, also die Bierdeckel von der ganzen Welt oder Uhren, die er auf dem Straßenrand gefunden hatte oder was weiß ich alles und da gibt es eine Kiste. Eine Kiste hat. Eine Kiste, die liebe ich. Eine Kiste, die vielen Listen, mit Listen über die vielen Listen zu überlisten. Ja, nee, die meine ich aber nicht, diese Kiste. Ich meine die Kiste mit den vergeblichen Bekehrungsversuchen. Also immer wenn ihnen die Zeugen Jehovas oder irgendjemand anderes einen Zettel in der Hand getränkt hat, irgendwelche Missionare, hat er die aufgehoben, diese ganzen Zettel in der Kiste, heute in Höfelhof, da drauf stand, Bekehrungsversuche. Ja, genau. Vergebliche Bekehrungsversuche. Das heißt, das steht da drauf auf der Kiste. Ich habe das von der Kiste. Ja, da steht nicht vergeblich. Ja, doch. Ja, steht das drauf, ja. Bekehrung. Ja, wir können noch ganz viele andere Fragen stellen. Heinz, wir können noch ganz viele andere Fragen stellen. Ja, über gefährlich. Ich habe schon viele Leute, die ich meistens mitgenommen. Ich habe ja auch viel bei anderen in den USA gefahren. Mein Schulkollege kam nach Vancouver, ich war in Houston. Der sagte, will ich sehen. Ob ich das Fahrrad in Houston stehen lassen, sind bei anderen nach Vancouver. Und dann kommen die Leute, die ich mitnehme, entweder Homosexuelle. Oder es sind Bekehrer. Und die nehme ich mit in die Kirche und dann erwarten die, dass du vorne hingehst und dich für Jesus entscheidest. So. Gut. Und das ist die, das warum. Das eine ist auch, das ist also eine schöne Anekdote. Aktuelle Anekdote noch. Heinz ist gerade vor 2 Jahren nochmal quer durch die USA mit dem Fahrrad ein paar tausend Kilometer gefahren, obwohl die Hüfte kaputt ist. Und wir haben dann alle gesagt, wir müssen so ein bisschen sammeln für deine Hüfte und damit du das wieder in Ordnung bringst. Aber hat er das Geld, was er bekommen hat für die Hüfte, in ein Fotoarchiv investiert. Er hat gesagt, Fahrradfahren habe ich genug gemacht, Laufen brauche ich auch nicht mehr. Ist eh Quatsch, ich muss meine Dias sortieren und meinte, der Nachwelt sortierte Dias hinterlassen, das ist wichtiger als die Hüfte. Das fand ich irgendwie, ja, muss man so Prioritäten im Leben setzen. Es gibt noch Unmengen Themen, wir haben ja ganz viele Zettel. Das Ideal ist doch, dass ich nicht mehr kann. Deswegen konzentriere ich mich doch auf die Bilder. Ja, wenn die Hüfte in Ordnung ist, würdest du wieder rumfahren und die Bilder ja, dann vergammeln, ja? Vergammeln die Bilder. Ja, ist gut, genau. Dann lassen wir die Hüfte kaputt. Alle meine Taten haben einen Grund. Und wenn du gewillt bist, dazu zu sagen, dann weißt du auch, warum das ist. Heinz, wir haben jetzt noch ganz viele Themen. Warte, wir wollen jetzt nicht alle ansprechen. Sex aufreißen, Finanzierung von den Reisen. Wir haben ja schon gehört über die Broschüre. Heinz hat als Fotograf für ein Institut in England gearbeitet. Die haben da die Dias. Agentur. Für eine Agentur gearbeitet. Die haben dann die Fotos dann verkauft und das sind ja sehr viele auch geschichtliche Fotos. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ja, und über Sex kann man ja auch noch reden, wie du deine ganzen Frauen, die du kennengelernt hattest, deine große Liebe in Weißrussland und. Es gibt also da noch ganz viele Geschichten, die man noch bearbeiten können, aber. Leider ist die Zeit für diese Folge schon wieder vorbei. Also sei gespannt auf den nächsten Teil, in dem Heinz von seinem Liebesleben unterwegs erzählt. Let's go! Vielen Dank für deinen Besuch. Besuche mich auf facebook.com/workandtravel20. Wie schon Alexander von Humboldt sagte, die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben.